6, 5, 4. Dann auch im Finale bitte fair und rücksichtsvoll fahren, nicht in die Autos fahren, sonst werden Strafen verhängt. Sieben Minuten zu fahren. Neue Runden bis Zeit von 19,50 Sekunden. Neue Runde bis Zeit von 19,48 Sekunden. Minuten zu fahren. Neue Runde bis Zeit von 19,45 Sekunden. Stand auf 1 im Moment Uli Westenfelder, auf 2 Holger Schmidt, 3 Armin Schütz, auf 4 Dirk Lange, 5 Thomas Kaufmann. Die schnellste gefahrene Rundenzeit von Holger Schmidt mit einer 19,45.
2 Minuten zu fahren. Nächste Gruppe bereit machen. Final B. Final auf 1. Noch eine Minute zu fahren. Auf 1 im Moment Uli Westenfelder, 2 Holger Schmidt. Auf der 3 Armin Schulz, auf der 4 Dirk Lange und auf der 5 Thomas Kaufmann. Der Abstand zwischen dem ersten und zweiten Platz, zwischen Uli und Holger, im Moment eine Sekunde. Zu dem Drittplatzierten hätten wir dann schon etwas mehr, schon ein größerer Abstand. Fahrzeit noch 30 Sekunden. Ich glaube, es war schon durch, Holger. Beide sind rechtzeitig über die Linie gekommen. Das, was vorher schon war, hat gezählt. Auf Platz 1 kann ich schon mal sagen, Uli Westenfelder. Auf 2 Holger Schmidt. Auf 3 Armin Schütz. Auf 4 Dirk Lange. Und auf 5 Thomas Kaufmann. Der Lauf ist beendet. Alle Fahrzeuge sind in die Boxengasse.